Ich bin wieder unterwegs, derzeit als Vereinsmeier Gagstätter. Eintauchen ins Vereinsleben, Mitglied auf Zeit mit allem drum und dran. Wie beim Mittelalterverein Die Reisekern und ihrer Bachritterburg in Kanzach, Kreis Biberach. Die Bachritterburg ist eine Rekonstruktion aus dem 13. 14. Jahrhundert. Hier treffen sich regelmäßig die Mitglieder des Vereins. Aha. Wo bin ich niedergelandet? Leute, es ist tiefstes Mittelalter. Perfekt, gell? Da wollte ich ja hin. Hier, da, Schwerarbeiter. Das wird mein Mann sein. Mein Mann ist der Vorsitzende des Mittelaltervereins, Markus, Berufsschullehrer. Verzeihung, bist du der Markus? Ja. Wir haben telefoniert, Axel. Grüße dich, Axel. Darf Markus. Stören, oder? Ja, gerne. Grüße dich. Ja. Schön, dich zu sehen. Wo befinden wir uns denn in welcher Zeit? Wir befinden uns gerade Anfang vom 13. Jahrhundert. Da also tiefstes Mittelalter. Ja, genau, tiefstes Mittelalter, das sogenannte Hochmittelalter. Oh mein Gott. So kannst du hier nicht mitarbeiten. Das habe ich befürchtet. So nicht. Das heißt, ich kriege auch so eine Kampfhaube wie du und so weiter? Ja, du sollst dich deinem Stand anpassen. Das heißt, du spielst ja keinen Ritter hier. Welchen Stand stelle ich da? Knecht. Oh, dabei hätte ich so gerne den Ritter gemacht. Was soll's, dann werden es halt die Klamotten eines Knechts. Kann doch nicht so schlimm sein. Das ist eine Unterhose. Die kann man auch gleichzeitig als Verband verwenden. Und da ist vorne. Ja, Wahnsinn. Super. Das sind dann die Hosen. Ah, ein paar Hosen, oder wie? Genau, ein paar Hosen, deswegen heißt es auch so. Und hier dann, Oberbekleidung, der Rock. Seid ihr jetzt auch Bauern oder was seid ihr oder Handwerker? Ich stelle Niederadel dar, das heißt im Endeffekt der Burgverwalter, der jetzt hier lebt mit seiner Familie. Das haben wir auch als Vereinsziel, dass wir ein mittelalterliches schwäbisches Lehen darstellen wollen, von der Spitze bis zum Handwerker eben runter. Und da es an einer Burg nur einen Verwalter gibt, kannst du eben keinen Ritter spielen oder mimen, sondern in diesem Fall wirst du eben jetzt halt zum Knecht ausgebildet und darfst uns dann dabei helfen. Mache ich halt den Knecht für euch. Ja. Ist ja nichts Neues. Ich hätte es mir denken können. Mittelalter hieß es. Mit schönen Burgfräuleins, Helden, Gesang, Gelage. Und was bin ich? Knecht. Also die Klamotten, die wir tragen, sind schon soweit nach unserem Kenntnisstand rekonstruiert. Toll. Und wer hat die denn genäht? Also die würden normalerweise von uns selber genäht. Also auch ich nähe mittlerweile durchaus. Du? Ja, mit diesen elfengleichen Fingerchen. Und dann fehlt natürlich das Zweite noch, Schuhe. Wir haben ganz viele Schuhfunde aus Latrinen, also aus Abfallgruben des Mittelalters. Meine kommen zum Glück nicht aus dem Mittelalterklo. Die haben die Reisekern selbst gemacht. So wie alles andere auch. Aber irgendwo bist du schon verrückt, oder? Mit Originalwerkzeug Originalteile aus dieser Zeit wiederherzustellen. Irre. Also, ob das verrückter ist, wie wenn man Fußball spielt. Also, wenn man jetzt, oder Kugelstoßer ist oder sonstige Dinge. Wenn man also, ja, wenn man, denke ich, etwas machen will und es richtig machen will, dann gibt man Energie rein. Ja. Dann macht man es mit Freude und versucht es auch perfekt zu betreiben. Und dann, ja, dann ist man vielleicht ein bisschen verrückt. Die aber du würdest nicht gern tauschen wollen, oder? Wie ins dass Mittelalter? Du 1200 nein, leben willst? Nein. Ich glaube, je mehr man über diese Zeit weiß, desto froh ist man, dass wir heute leben. Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt 70 Jahre Frieden. Also das ist einfach unschätzbar viel wert. Ja. Wir haben zu essen genügend. Das sind Dinge, die, glaube ich, uns in der Moderne auszeichnen. Und das gibt es halt im Mittelalter nicht immer und überall. Was es gibt? Jede Menge Arbeit für Knecht Gagstätter. Aber irgendwie kriege ich doch sonst immer eine ganz bestimmte große Aufgabe gestellt. Eine Herausforderung. Oder soll ich hier einfach nur Holz hacken? Axel, also deine Aufgabe ist es, für unser Abendessen das Feuer zu machen. Es gibt unser Abschlussessen und das wird deine Aufgabe sein, dafür uns das Feuer zu machen, Feuer aufzubereiten, den Lehmofen anzuheizen. An dir liegt es nachher, dass wir nachher was zum Essen bekommen. Also stelle ich mich blöd an, bleibt die Küche kalt. Und du kommst nicht nach Hause. Ich genau. Keine Ahnung, wie das geht. Gut, es gibt einige Leute, die können dir vielleicht hier weiterhelfen. Probier's. Ja, klar. Zum Beispiel Markus Sohn Philipp. Und mit diesen Funken solltest du dann nachher auch Feuer machen können. Genau, richtig. Ja, aber wie konserviere ich den Funken? Das lässt du am besten von irgendjemand erklären, der das nachher dann kann. Your choice. Das hier. Petroleum. Nein, Zunder.
Zunder. Der Philipp ist natürlich eins der Kinder, die hier mit aufgewachsen sind. Der hat ein unglaubliches Fachwissen schon über das Mittelalter. Der kann hier die Rüstungen erklären, wie sie funktionieren, kann auch auf die Fehler hinweisen. Wenn ich das nicht hinkriege, dann bleibt die Küche kalt. Korrekt, ja, stimmt. Das heißt, deine Aufgabe, das hinzubekommen. Feuer machen ist gar nicht so einfach, wie das zuerst mal wirkt. Man braucht diesen Zunder, das Schlageisen und muss eine scharfe Kante finden. Da muss man sauber vorbeischlagen, damit der Funke wirklich sauber entsteht. In den Zunder rein, anpusten, alles vorbereiten. Also das ist ein Prozess, der mal eine Viertelstunde Vorbereitung braucht an für sich. Und da muss ich es auch noch können, damit es funktioniert. Das geht nur ohne Übung. Dann ist natürlich für uns das Feuer elementar wichtig. Wenn wir hier im Oktober hier drin sind oder auch im Frühjahr, haben wir hier teilweise Minusgrade, Schnee und wir haben hier zwei beheizbare Räume. Und wenn man das dann als moderner Mensch mal weiß, wieder, was es eigentlich heißt, nur ein oder zwei beheizbare Räume zu haben, weiß man, wie wichtig Feuer ist. Der Tag wird kommen. Feuer machen, meine Herausforderung. Aber vorher eintauchen ins Mittelalter. Der Fabian zieht sich jetzt an und zeigt, wie ein Ritter um 1200 rum, 1210 rum sich gerüstet hat. Und der macht jetzt mal soweit bereit dafür. Das dauert eine halbe Stunde. Und das wird es hier gerade eben auch für den Besucher, der hier reinkommt. Spannend. Ja, dann wollen wir auch ganz gern so tun, weil mit unserer Aktion natürlich auch die Burg, so hoffen wir es, auch einen Mehrwert dadurch erfährt, dass natürlich Besucher angezogen werden durch solche Aktionen. Wir haben im Vereinsziel drinstehen, dass wir ein hochmittelalterliches schwäbisches oder württembergisches Lehen darstellen wollen. Eines Niederadlichen, von oben bis unten durchorganisiert. Und dafür brauchen wir eine gewisse Anzahl an Leute auch. Deswegen sind wir so circa 25, 27 Mitglieder stark, mit Kindern und so weiter. Ist das richtig scharf? Nee. Gott sei Dank. Also wir haben auch ein richtig scharfes, aber normalerweise kommen die Besucher her und sagen, ist das scharf? Wenn es dann scharf wäre. So wie ich, gell? Genau. Aber so eine Burg besteht ja nicht nur, Gott sei Dank, aus Hauen und Stechen. Ist ja ein Riesenimperium hier. Ja, natürlich. Die militärische Aktionen sind relativ gering bei uns. Das heißt, das versuchen wir ganz bewusst klein zu halten. Im Endeffekt besteht unser Verein zum Großteil aus Handwerk. Ja, ja, ist ja alles schön und gut. Aber jetzt will ich trotzdem endlich das sehen, was wohl jeder mit Mittelalter verbindet. Echte Ritter, Ehre, Schwerter und Kampf. Aber gut schaue ich aus. Der nimmt seinen Job ernst, der Philipp. Ganz toll. Ja, schon kräftig. Das sind jetzt mehrere Lagen Leinen und Wolle und Wunder. Wobei, so sieht es auch nicht schlecht aus. Ja, es ist tatsächlich frisch gewaschen. Weil nach einem Jahr, nach einer Saison, riecht es dann schon sehr männlich in so einer Rüstung. Also bei so einem spontanen Überfall hat man gute Chancen, Erfolg zu haben. Und vor meinen Augen verwandelt sich Berufsschullehrer Markus in einen echten Ritter ohne Furcht und Tadel. Markus, mein Held. Jetzt schaut ihn euch mal an, Leute. Gell? Da hat er eine ganz andere Ausstrahlung, mein Krieg, so, oder? Komm mal daher, komm. Oh, oh. Ich komme mir vor wie ein Burgfräulein, oder? Der Adel und der Ritter ist natürlich das, was das Publikum sehr gern sieht. Aber ohne die ganze Hilfe im Hintergrund wäre das Ganze hier nicht möglich. Also im Endeffekt genieße ich gerade die Unterstützung meines gesamten Vereins im Hintergrund, der arbeiten muss, der Essen zubereitet. Jetzt brauchst du einen Gegner, oder, Markus? Das ist Fabian. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit übers Mittelalter. Ob ihm das hilft im Kampf gegen Markus? Was sehen wir jetzt eigentlich? Die reine Lehre oder etwas, was ihr euch ausdenkt, wie es gewesen sein könnte oder wie? Ja, wir waren alle nicht dabei. Die Quellen sind so undeutlich und wir versuchen jetzt einfach so was zu zeigen, was wir aus unserer Erfahrung kombiniert mit Quellen uns erschlossen haben. So könnte es gewesen sein, aber es kann auch ganz anders gewesen sein. Aber wir halten es so plausibel und das zeigen wir euch jetzt. Thank you.
strengt total an. Ja, man merkt es schon, ja. Die Helme sind so, dass sie vorne also tatsächlich mir wenig Sauerstoff zuführen. Das macht Spaß und natürlich ist es auch ein bisschen so ein Mann-Ding irgendwann auch, ja. Fabian, dir geht's gut, oder? Ja. Respekt. Die Rüstung macht viel aus, wenn man noch einen gnädigen Gegner hat, dann kann man da schon wieder heil rauskommen. Du bist viel kräftiger als der Fabian, ich meine, das ja, sieht das man ja schon. Wenn wir natürlich einen Turnierkampf hätten und wirklich darum ginge, jetzt da den Gegner zu treffen, dann würde ich anders zuschlagen. Aber ich weiß, dass der Fabian da das nicht haben will und er an seiner Doktorarbeit, deswegen versuche ich mich da zurückzuhalten. Du wartest, bis er mit der Doktorarbeit fertig ist. Dann können wir draufhauen, genau richtig. Das ist vernünftig. Ja, das war jetzt einfach genau so. Ja, sonst kann man da schon anders zulangen und das muss ja auch nicht sein. Ich meine. Oh weia, ja. Oh weia, oh weia. Okay. Gut, Axel, jetzt bist du dran. Was? Das ist alles schön aufgewärmt, einmal ordentlich durchgeschwitzt. Das kriegst du jetzt an. Und dann, der Markus bleibt so und steht dir nachher dankbar gegenüber. Jetzt bleibt nur noch die Flucht, oder? Karrieresprung. Knecht Gackstetter wird zum Ritter auf Zeit. Ich glaube tatsächlich, ich sterbe schon vor dem Kampf. Wegen Überhitzung. Jetzt werde ich geioniert, oder wie heißt das? Jetzt abtauchen, auf die Nase aufpassen. Der eine sieht aus wie ein Schrotthaufen, ich sehe aus wie ein Tesi, oder? So, das war mein Jugendtraum. Ritter, authentisch. Das habe ich vorhin gesehen. Super, vollständig. Da nimmt das Ding in die Hand, ist plötzlich doppelt so groß, doppelt so stark. Ja, und versucht es dann halt, ist ja klar. Dass man mal versucht, eine Grundstellung so. So? Doch so. Genau, so. Und ein bisschen mehr Überkopf, so. So? So, ja, genau, so. Spitze leicht nach vorne runter. Dann gehst du mit dem Schild ganz leicht aus dem Weg. Zack. Ja, und am Anfang mit dem Arm. Am Anfang mit dem Arm zuschlagen und mit dem Rest, zack, aus dem Handgelenk. Aber ich mach das nicht wirklich, weil... So, Axel, jetzt versuchen wir es mal, ja? Okay, also, komm her. Komm, hau ab. Oh, Drecksack. Axel hat versucht, da groß aufzudrehen und hier ein bisschen mit der Waffe herumzuspielen und dann natürlich ein bisschen macho-mäßig. Ich meine, da haben uns ja auch nichts geschenkt, ja, dann hier durchzumarschieren. Das ist okay soweit. Groß aufzudrehen. Ich, der orange Ritter, versuch's, aber nur 10 Sekunden, dann verlassen mich die Kräfte. Heiß ist es unter der Rüstung und ihr Gewicht staucht mich zusammen. Ich hätte nicht mehr verdroschen, wenn er es hätte wollen. Kurze Auszeit. Das strengt echt an. Das ist immer wieder eine Diskussion wert in der Szene. Ist es jetzt richtig, wie wir kämpfen? Ist nicht, vermittelt man dem Publikum einen falschen und richtigen Eindruck? Aber wenn der Ritter ohne Gefolge kommt, ist der Eindruck auch falsch. Jeder versucht so gut, wie es geht. Der eine Verein hat dort seinen Schwerpunkt. Bei uns ist eher auch so die Gesamtheit, wo man die Pyramide darstellt. Und beim anderen sind es Einzeldarsteller. Die können für sich super gut und super toll sein, was ich auch sehr respektiere in ihrer Darstellungsqualität. Hervorragend, ja. Aber sie haben kein Gefolge. Wenn man sagt, was ist authentischer, was nicht, ich möchte es nicht beurteilen müssen. Das Tagwerk ist erledigt. Die Reisigen ziehen sich in die warme Stube zurück. Und ich freue mich auf ein echtes Mittelalteressen. Kassler und Kraut. Gab es so wirklich? Wäre das früher so üblich gewesen, dass der Knecht mit den Herren am Tisch sitzt, mit den Handwerkern? Eher untypisch. Wir machen das hier, weil wir hier das Vereinsleben einfach leben in dem Zusammenhang. Und da ist für uns einfach wichtiger, in dem Sinn, dass man zusammenkommt, den Abend genießt. Wir haben heute hier im Verein unglaublich viel geleistet. Und ich meine, hier auf der Anlage hat man natürlich auch die Chance, dass man dann wirklich die Zivilisation aussperren kann. Man kann das Licht ausmachen, Strom aus, es stehen nur die Kerzen auf dem Tisch. Es knistert hinten noch ein bisschen Feuer. Und man hat hier einfach wirklich dieses Ambiente, das eigentlich so ein bisschen dann dieses Lebensgefühl auch vermittelt. Und das ist einfach schön, das hier zu erleben mit Leuten, die es im Prinzip genauso erleben möchten und die dann nicht irgendwann anfangen zu sagen, ja, komm, jetzt stellen wir Bierflaschen auf den Tisch, das macht man dann nicht. Sondern man belässt es dabei und versucht es einfach aufrechtzuerhalten. Und das ist einfach sehr schön. Ich denke, jetzt sollten wir was trinken und was essen, oder? Dafür haben wir heute gearbeitet und da freuen wir uns auch drauf. Das ist der billige Antrag eines kleinen Knechtes. Du hast doch Hunger, oder wie? Hast du echt Hunger jetzt? Zum Wohle. Zum Wohl. Ja, vor allem auf diesen tollen Verein. Ja, zum Wohl.
Jetzt sitzen sie alle an einem Tisch. Tiefstes Mittelalter. Ingenieure, Sozialpädagogen, Projektleiter, Lehrer. Historiker sind sie inzwischen auch alle. Sie leben ihr Mittelalter. Und ich darf dabei sein. Also, es ist hier echt ein kulinarisches Highlight. Verantwortlich zeichnen sich in erster Linie die Frauen. Wisst ihr, seid ihr daheim auch so? So, ich will nicht sagen handsam, aber macht ihr da auch so toll den Service in der Küche? Bis zu dem handsam wollte ich eigentlich zustimmen. Also ich muss jetzt echt ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe, bevor ich hierher kam, habe ich gedacht, oh Gott, das sind bestimmt so Freaks, gell? Rennen da mit so alten Sackklamotten da durch die Gegend. Und ich hab nicht gedacht, wirklich nicht, dass ihr auch historisch und archäologisch, dass ihr so gebildet seid, dass ihr da so einen Schliff habt und dann trotzdem das Feiern und Zusammenleben dann auch noch kultiviert. Also Respekt, Hut ab. Was Tolles, was auch unser Hobby und auch unseren Verein vielleicht auszeichnet, dass man ganz viele Leute zusammenfindet, die mit unterschiedlichen Motivationen und Fähigkeiten kommen. Also in einem Schwimmverein ist wichtig, dass alle das Gleiche gut können. Ja. Was sie drumherum können, ist jetzt weniger wichtig. Im Musikverein ist es auch so. Aber bei uns ist es tatsächlich so, es gibt Leute, die sind einfach die unheimlichen Recherchierer. Es gibt Leute, die sind die guten Bastler. Es gibt auch Leute, die werden oft unterschätzt, weil sie nie dastehen und sagen, ich weiß das oder ich habe das, die immer zur Hand sind, wenn man sie braucht. Wenn man so ein ganzes Wochenende durchgeschafft hat, dann freut man sich durchaus auf seine eigene Dusche und seine eigene Couch daheim. Doch, ich mag schon, es riecht hier schon. Kernig. Nach Axelschweiß. Ja. Aber geräuchert. Wenn alle Schüsseln leer sind und das Feuer erlischt, dann darf sich auch Knecht Axel endlich zurückziehen. Wir müssen natürlich auch versuchen, so weit wie es geht, auch in der Nacht, authentisch bleiben. Ihr zieht es durch. Zu großen Teilen, ja. Und das heißt jetzt für uns, dass du jetzt einen Auftrag kriegst, trotz aller Müdigkeit, musst deine Matratze, deine Strommatratze jetzt noch stopfen. Weil sonst schläfst du auf dem nackten Boden. Pack den Schlafsack auf den Schlafsack. Oh. Wieso lachst du so? Oh. Kein Hotel, kein warmes Bett zu Hause. Jetzt bin ich endgültig im Mittelalter angekommen. Danke dir, gell? Schlaf gut. Ja, du Axel, auch. Hast das verdient. Bis morgen. Gar nicht so unbequem, wirklich. Aber trotz aller Mittelalterromantik darf ich natürlich meine Herausforderung nicht vergessen. Ich muss Feuer machen. Und das mit Feuerstein und Schlageisen. Philipp, ohne dich kriege ich das nicht hin, gell? Du bist mein Feuermeister. Ja. Sollen wir mal ein bisschen üben gehen? Ja. Trockenes Stroh und Holz finden wir schnell. Aber wie ich das zum Brennen bringen soll, keine Ahnung. So, immer so mit der Kante. Dann wird's was. Mhm. Ich glaube, das kriegst du hin. Ziemlich sicher. Ich fabriziere Funken. Genau. Aber das sind, wie gesagt, das ist ein Strohfeuer, eine Fata Morgana. Ich muss es doch dann irgendwie konservieren. Also der Funken, der fällt in diesen Zunder rein. Zunder. Und der glimmt dann da drin, also der glüht so ungefähr. Ah, und dann muss ich blasen, oder wie? Und dann bläst du, während man dann das Stroh reinlegt. Und dann tut man es in der Hand blasen. Mhm. Ja, wir befinden uns im Jahre 1250, oder wo sind wir? Ja, so ungefähr. Ja, bei mir. Ich glaube, ich habe einen besseren Stroh. Bei mir, mit mir sieht man richtig alt aus. Also wie alt warst du denn, als du das erste Mal hingebracht hast? Also ich war 5 Jahre alt. Und das war richtig schwer, ich habe richtig lang gebraucht, aber ich habe es hingekriegt. Richtig auf den Stein aufhauen. Das kann nicht wahr sein. So. Ein 10-Jähriger macht mir vor, wie man Feuer macht. Du echt, stehe dran wie der letzte Depp. Nix funkt, hey! Ich zeig's dir nochmal.
Optisches habe ich es hingekriegt. Mittelalter-Feuerzeug. Blasen? Also sollte ich das jemals hinkriegen, dann machen wir einen Tanz ums Feuer. So, liebe Leute, ihr braucht nicht meinen, das sind Tränen des Feuers, das sind Tränen der Trauer, weil ich es nicht hingekriegt habe. Dieser junge Mann ist der Feuermeister. Und morgen soll ich das Feuer machen, an dem sich der Verein wärmen kann und mit dem die Mitglieder ein warmes Essen kochen. Oje, oje. War das damals wirklich so oder ist das jetzt eher eure Fantasie oder... Ihr wollt es einfach essen, weil es gut schmeckt. Nimm Fleisch, welches du willst, brate es, würze es und trage es warm auf. Ah ja. Das ist ein Rezept. Präzise Angabe. Ja. Genau. Und die Frauen? Frauen haben ziemlich hart gearbeitet. Eine Frau ist mehr oder weniger ja, von der Vormundschaft ihres Vaters in die Vormundschaft ihres Mannes übergegangen. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass alle Frauen unterdrückt worden sind, aber das Verständnis von der Frau war schon deutlich unterschiedlich zum heutigen Verständnis. Das heißt, du spielst gern Mittelalter, aber du bist froh, dass du da nicht gelebt hast, oder? Ja, muss ich schon sehr ehrlich zugeben und sagen. Wenn ich jetzt um 1220 gelebt hätte, dann hätte ich jetzt mit Sicherheit zwischen 12 und 15 Kindern schon geboren. Und ob ich die jeweiligen Geburten und das Wochenbett anschließend überstanden hätte, das weiß keiner. Ja. Also das war ja die Zeit, in der eine Frau dem Tod immer am nächsten war. Gerade Geburt und Wochenbett. Also gerade solche Sachen sind sehr schwer zu fassen, weil sowas hat natürlich niemand aufgeschrieben. Das hat niemand interessiert, das war der alltägliche Alltag des kleinsten Mannes. So, wenn wir es jetzt richtig erwischen, dann wird hier gefärbt. Und natürlich auf Mittelalterart. Man sieht schon, du kannst es nochmal schön raus. Wahnsinn. Also das ist schon mal der erste Effekt. So. Und dann ist es wichtig, dass man ihn untertaucht. Wie lange muss es jetzt ziehen? Also damit er richtig schön satt gelb wird, etwa eine Stunde. Und gefärbt wird mit Reseda oder auch Gelbkraut. Und es stinkt nicht, muss man echt sagen, ja? Bist du zufrieden, Chefin? Ja. Er hat sich hier 3 Tage wunderbar eingebracht, war total harmonisch, hat viel gearbeitet, hat zugehört und er war, das kommt wieder das böse Wort, authentisch in dem, was er gemacht hat. Und das war, glaube ich, nicht gespielt, das war ernst von ihm. Und deswegen großes Lob an der Axel an dieser Stelle auch, hat er sauber durchgezogen. Unglaublich, der Mittelalter-Farbstoff hat echt funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Also wir werden nachher, wenn er auf der Leine hängt, sehen, ob es gleichmäßig geworden ist und dann kann man sich auf die Schulter klopfen. Wow, schön heiß. Wenn wir es dann auch noch hingekriegt haben ohne Flecken, dann bin ich richtig stolz drauf, weil da gehört einfach ein bisschen Arbeit dazu und ein bisschen Fleiß, dass man also nicht einfach bloß daneben hinsteht und sagt, wow, wird schon. Sondern ja, man muss es einfach richtig machen und wenn das geklappt hat, das ist einfach eine tolle Belohnung und das ist schön. Und dann strahlt die Tanja. Ja, ich gebe mir Mühe. Genau. Und vor allem hoffe ich, dass die Nadja strahlt. Die bekommt den Stoff nämlich. Die wollte gerne ein gelbes Kleid haben. Holst du sie? Ja, gern. Also, bis gleich. Und jetzt guck. Oh! Hier, guck mal. Also wir müssen ein paar Mal spülen, das ist klar. Aber schau mal, wie es hier auswindt. Schön. Sehr schön. Gern geschehen. Gern geschehen. So wie du begeistert bist, das macht dir mehr Freude, als irgendwie shoppen zu gehen, oder? Ja. Schau dir das einmal an. Das ist was ganz was anderes. Die Farben sind, die leben irgendwo. Ja, das ja. ist was ganz anderes, wie wenn du dir die Farbe von irgendwas, was du dir was chemisch Gefärbtes kaufst. Aber ich sehe schon, egal ob Mittelalter oder Jetztzeit, die Frauen sind immer anspruchsvoll. Und es ist schwierig, euch zufriedenzustellen. Aber es funktioniert. Aber es ist möglich. Ja. Kein Funke, nichts. Die grillen mich, wenn das nichts wird.
Philipp, du, der Funke springt, nicht über. Du, der hier? Ja. Da ganz gerade so runter. So, oder? Da? Genau. Ich glaube, ich brauche einen anderen Feuerstein. Oh nein! Ach, das lassen wir jetzt, komm. Was war denn das? Das war der Zunder. Nein! Doch. Dann hol ihn. Hast ihn, oder? Ja. Den müssen wir jetzt trocknen. Gottes Willen. Ah, oh, er ist nicht nass geworden gleich. Ist nie, oh. Der ist nicht nass geworden. Oh. Meine Güte, war das knapp. Philipp, du bist 10 Jahre, du bist praktisch in den Verein reingeboren. Ja, schon. Könntest du ohne den Verein überhaupt leben? Das ist schon sehr schwer. Ich habe auch viele Freunde nur hier im Mittelalter, die sehe ich eben nur hier. Und dann, auch in deinem Alter? Ja, viele. Ah. Und dann habe ich eben hier die Burg, das ist einfach, ein riesen Platz zum Spielen, das ist dann richtig toll. Das kann ich verstehen. Da ist man sozusagen so in der zweiten Welt. Das ist richtig toll. Bald ist wieder zu Ende. Ja. Wenn ich das schaffen sollte, ein Feuer zu machen, gibt es ein Abschlussessen und dann geht's wieder zurück. Ja, ins normale Leben sozusagen. Bist du traurig? Bisschen. Warum? Dann habe ich nicht mehr das Feuer und diesen Rauchgeruch und dann. Da wollen wir hoffen, dass du den Rauchgeruch heute wieder genießen kannst. Ja. Na komm, dann gehen wir vor jetzt, oder? Ja. Danke dir, mein Großer. Und jetzt gilt's. Feuer für den Verein. Meine große Herausforderung. Du hast es ja gestern geübt, ich würde es gar nicht viele Tipps geben. Okay. Also deine Aufgabe. Viel Spaß. Scheiße. Nicht so schlagen, sondern wirklich zick. Jetzt aber. Halt! Komm, du so. Jetzt ruhig. Jetzt. Okay, jetzt nimmst du den Zunder. Gut. Und der Stein weg vom Zunder dann, gell? So, jetzt rein mit dem Ding. Jetzt. Feste Pusten. Mehr Spalt, desto besser. Vielleicht ein bisschen dichter das Stroh noch bringen. Ist schon ganz schwarz vor der Auge. Komm her. Jetzt, Leute. Komm. Weiter. Ja, jetzt. Nochmal. Es war mal schön brenzlig, also muss man auch wieder ehrlich sagen, ja. Es war schon so, und ich musste ihn da hinten vielleicht auch ein bisschen unterstützen, dass es verläuft. Und da war es auch schön, da war ich auch kurz unter Spannung, weil ich gesehen habe, wenn ich jetzt nicht eingreife, dann könnte es vielleicht, ja, und ich musste da ein bisschen unterstützen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung und die Challenge hat er gewonnen damit, weil ganz ohne Hilfe, also wer kriegt das so ein Ding? Es ist schon ein toller Verein, mein Mittelalterverein, ja. Ja, ich muss gerade Tränen da. Oh. Das sind Tränen der Rührung. Was für eine tolle Mannschaft, was für ein toller Verein. Ja, das hast du mir echt gekriegt, da ist aber echt Pipi in den Augen. Ja. Aber du auch. Aber weh. Axel hat sich auf jeden Fall die Ehrenmitgliedschaft verdient, das würde ich schon sagen. Ein Applaus auf euch, wir haben es uns verdient. Guten Appetit. Ja, komm mal rein, ne? Hoch die Tassen, hoch die Teller. Kannst du